klar. Die Puppen und ich werden zu dritt. Gut zu wissen. Ich sage eigentlich, dass er nach links laufen soll. Aber, beziehungsweise nach rechts. Aber er läuft einfach geradeaus, klar. Hallo? Jemand zu Hause? Ich bin beschäftigt. Verschwinde. Ich glaube, die haben einfach keinen Bock auf uns. Und als ich gerade seine Bauchspeicheldrüse rausschneide. Hi ho! Du Idiot! Bist du von allen guten Geistern verlassen? Was ist denn los? Er wird uns sehen, du dämlicher Ignorant! Ich verschwinde! Feuer! Du solltest vielleicht ein paar Schritte nach links gehen. Sollte ich? Mann, danke. Gern geschehen. Und jetzt verschwinde. Ich möchte meine Unterhaltung mit der zauberhaften Miss Daisy fortsetzen. Sprich mit Pirat mit Stoffwechselprobleme? Ja, heute läuft's. Wer bist du, du lästige kleine Missgeburt? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Und du bist? Wie redet er mit mir? Jumbo Lafitte, der letzte der Lafitte-Piraten. Hat das was mit Lafitte zu tun? Und wer schießt denn hier mit Kanonenkugeln? Ist dir klar, dass auf deinen Schultern zwei Papageien sitzen? Ja, ja. Ist dir klar, dass auf deinen Schultern zwei Papageien sitzen? Wirklich? Das hatte ich noch gar nicht bemerkt. Na sowas. Was soll dieser Sarkasmus? Weißt du, ich weiß das gar nicht mehr. Du wirst es nicht glauben, aber das sind tatsächlich meine Papageien. Ich nenne sie Hagin und Kissin. Du nimmst mich auf den Arm. Du nimmst mich nicht auf den Arm. Welcher ist Hagin und welcher Kissin? Ich kann nicht glauben, dass ich das frage. Keine Ahnung. Sie sind eineiige Zwillinge. Das ist zu schade. Warum? Weil sie besondere Papageien sind. Gibt's sowas bei Vögeln? Besonders? Dass sie, inwiefern? Dass zwei Vögel aus einem Ding kommen, feuern sie mit ihren Schnäbeln. Oh, das wäre cool. Feuern sie mit ihren Schnäbeln Pistolen ab? Natürlich nicht. Aber Mann. Sie sind verflucht. Inwiefern? Einer der beiden sagt immer die Wahrheit. Der andere lügt, wenn er den Schnabel ja sein können. Aufmacht. Stimmt's, Jungs? Ja! Nein! Was soll denn jetzt der Scheiß? Ich hätte ja fast gewusst. Wenn ich wüsste, welcher der beiden lügt, wären sie wirklich eine große Hilfe. Im Moment sind sie vor allem lästig. Ich würde sie nehmen. Ich suche die Teile der ultimativen Beleidigung. Was soll das sein? Ein uralter Voodoo-Talisman mit einer unglaublich mörderischen Macht. Puh, klingt ja gefährlich. Ja. Tiny Lafitte? Jumbo Lafitte. Bist du irgendwie mit Tiny Lafitte verwandt? Tiny Lafitte war der Typ mein... von der Statue. Ich würde mich gern weiter über deinen Vater unterhalten. Okay. Nicht weinen. Ich mach mal, ne? Hier. Wo ist dein Hut? Bist du sicher, dass... Oh. Wurde er wirklich Tiny der edle Pirat genannt? Nein! Mein Vater war ein echter Pirat. Er war grausam, vulgär, psychotisch. Nach seinem Tod kamen Piraten aus aller Herren Länder, um auf sein Grab zu spucken. Das ist aber bei Piraten ist das normal. Das ist keine Beleidigung, sondern so ein Respektding. Wenn Tiny so ein großer Pirat war, was soll dann diese Tiny der edle Piratstatue? Das waren diese gewissenlosen Cretins von Ozymandrel Enterprises. Sie missbrauchen den Namen und das Bildnis meines Vaters als positive Werbung für das neue familienfreundliche Jambalaya Island. Nee. Diese Bastarde. So, wo ist der Hut? Was ist mit Tinys Statue passiert? Ich bin ihr passiert. Ich verstehe nicht. Ich wollte ihrer geliebten Statue einen authentischen Touch verpassen.
Mandrills Lakaien haben den Kapitänshut meines Vaters in Bronze gegossen und der Statue aufgesetzt. Ich war über dieses Sakrileg derart verärgert, dass ich Jambalaya Island mit einigen Piraten geplündert habe. Bevor die Spinner wussten, was los ist, hatte ich den Hut meines Vaters an mich genommen und auf dem Nattenatoll vergraben. Also irgendwo hier. Mein Vater wäre sicher stolz, einen so heldenhaften Sohn zu haben. Ich bin auch stolz. Danke. Leider hat Mandrill nach meinem kleinen Raubzug diesen Kassaber angeheuert. Der alte Narr bewacht nun die Gewässer um Natten. Jetzt ist das Nattenatoll nur noch ein Gefängnis für widerspenstige Piraten, die Ozymandrills Vision nicht teilen. Also für mich. Unter uns Piraten, wo hast du den Bronzehut deines Vaters denn vergraben? Ich weiß nicht. Was? Ich weiß, dass ich ihn unter einem Felsen am Strand vergraben habe. Ich weiß nur nicht mehr unter welchem. Ah, das ist schlecht. Darf ich den haben, wenn ich ihn finde? Kann ich mir den Hut deines Vaters ausborgen, wenn ich ihn finde? Ich weiß nicht. Was willst du damit? Die ultimative Beleidigung. Ich brauche ihn, damit ich Ozymandrill wie eine trächtige Seegurke zerquetschen kann. Wirklich? Och, das ist großartig. Wenn du ihn findest, mach damit, was du willst. Gut, wie finde ich ihn jetzt? Unter uns Piraten. Der weiß es doch bestimmt. Wo hast du den Bronzehut deines Vaters denn vergraben? Ich weiß nicht. Was? Ich weiß, dass ich ihn unter einem Felsen am Strand vergraben habe. Ich weiß nur nicht mehr unter welchem. Ah. Das scheint ein schmerzhaftes Thema zu sein. Reden wir über etwas anderes. Okay. Ich hätte super gern deine Papageien. Du bist schrecklich groß. Hast du das ganz alleine herausgefunden? Er ist nicht groß, er ist fett. Wer schießt denn hier mit Kanonenkugeln? Das ist dieser schreckliche Admiral Kassaba. Wenn er sieht, dass sich drei Piraten miteinander unterhalten, denkt er gleich an eine Verschwörung. Deshalb beschießt er uns mit Kanonenkugeln. Wenn es mir hier am Strand nicht so gut gefiele, würde ich raussegeln und ihm gehörig die Meinung sagen. Ich hab's vergessen. Warum schießt Kassaba mit Kanonenkugeln? Wegen drei Leuten, ja, passt schon. Bemühe dich nicht, ich finde alleine raus. Leb wohl, kleiner Pirat. Nenn mich nicht klein. Habe ich irgendwas für die Vögel? Das ist keine normale Pfeife, oder? Das ist so eine Zugpfeife. Oder eine Lok. Klingt wie ein Papagei. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Würde nicht? Das ist schade. Aber kommen die nicht? Und kann ich die Kanonenkugel haben? Nein, das sieht ziemlich schwer aus. Schade, ich hätte die gern gehabt. Feine Polly. 2 plus 2. 2 plus 2? 3! Okay, der lügt. Der hier lügt wie gedruckt. Und jetzt müsste er Nein sagen. Ist der Papagei, der immer lügt? Nein! Ich fürchte, das hilft mir nicht weiter. Aber ich weiß ja dann, dass es dieser hier ist. Wie heiße ich? Peter Pan! Der hier lügt wie gedruckt. Es ist der Rechte. Okay, wer ist dein Herrchen? Bist du der Papagei, der immer die Wahrheit sagt? Ja! Ich fürchte, das hilft mir nicht weiter. Doch, weil der andere lügt. Wer ist dein Herrchen? Jumbo Lafitte! Der hier sagt offensichtlich die Wahrheit. Aber ich kann sie halt nicht drauf ansprechen. Oh. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Osten! Der hier sagt offensichtlich die Wahrheit. Okay, Osten wäre hier, ne? Heiliger Springaffe, das sind vielleicht viele Felsen. Wie kann ich je den richtigen finden? Kann ich die jetzt vielleicht anlocken, wenn ich nicht im selben Bild bin? Ah.
Könnte klappen. Ist das hier der Richtige? Was bist du? Ein Papagei. Der hier sagt offensichtlich die Wahrheit. Das ist doch gemein. Das weiß ich selber nicht. Ist Tiny Lafittes Hut unter diesem Felsen vergraben? Nein. Wenn ich diese verdammten Vögel doch nur auseinanderhalten könnte. Vor allem, weil die auch jedes Mal tauschen. Ich habe eine bessere Idee. Wenn ich jetzt plötzlich zu dritt wäre, so eine Kanonenkugel kann auch so einen Stein kaputt machen, oder? Ich bin besser weg, bevor Kasaba denkt, wir führen was im Schilde und mit der Kanone auf mich schießt. Ja, aber genau das will ich. Wie heißt die Hauptstadt von Norddakota? Fargo! Der hier sagt offensichtlich die Wahrheit. Aber jetzt tauschen die doch wieder, das ist doch scheiße. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Norden! Norden kann nicht stimmen. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Norden! Sag mal, willst du mich verarschen? Warte mal. Hier sind die ja. Die sind ja hier dann nicht mehr auseinander, ne? Also wo ich sie unterscheiden konnte, war ja gut. Ich muss dafür sorgen, dass ich die wirklich unterscheiden kann. Zwei plus zwei? Vier! Der hier sagt offensichtlich die Wahrheit. Okay, es ist der Rechte. Und sie tauschen nicht. Wie? Kann ich ihn besoffen machen? Ist er Grog drin? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Tut mir leid. Aber scheint grundsätzlich keine schlechte Idee zu sein. Wenn er das nicht mitbekommt, ich muss jetzt irgendeinem Papageien das Ding geben und mir dann merken, welcher von den Besoffenen, ob der Besoffene lügt oder die Wahrheit sagt. Oder? Der Rechte, würde ich sagen, kriegt einen Kaffee. Ah, der tanzt jetzt. Ist er einfach aufgedreht? Das könnte klappen. Wie heiße ich? Der hier sagt offensichtlich die Wahrheit. Der Aufgedrehte ist der Ehrliche. Gut zu wissen. Sehr gut. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Norden, Norden, Norden! Norden? Ist Tiny Lafittes Hut unter diesem Felsen vergraben? Nein! Ich weiß, dass aber dieser Papagei immer die Wahrheit sagt. Aber nach Norden? Also, Tiny Lafittes Hut kann nicht hier sein. Norden? Wie? Norden ist Meer. Oder sind das wirklich drei Steine hier? Geh nach Norden.
Okay. Kann ich auch. Zumindest ähnlich. Ist Tiny Lafittes Hut unter diesem Felsen vergraben? Ich weiß, dass dieser Papagei immer die Wahrheit sagt. Also, Tiny Lafittes Hut kann nicht hier sein. Ist natürlich ärgerlich, weil an dem Strand hier liegen wirklich, wirklich viele Steine. Das kann ein bisschen dauern. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Osten, Osten, Osten! Dieses aufgedrehte Kackvieh. Nein, nicht. Ich will schon hier im Norden bleiben und jetzt Osten. Kann ein bisschen dauern, ne? Ist hoffentlich klar. Ist Tiny Lafittes Hut unter diesem Felsen vergraben? Ich weiß, dass dieser Papagei immer Tiny... Aber das mit dem Kaffee war gut. Sehr praktisch. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Osten, Osten, Osten! Dann gehen wir nach Osten, Osten, Osten. Ist Tiny Lafittes Hut unter diesem Felsen vergraben? Ich weiß, dass dieser Papagei immer die Wahrheit... Also immer noch nicht, toll. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Osten, Osten, Osten! Kann sein, dass wir jetzt nur noch nach Osten müssen. Lass mich raten, das ist wieder nicht. Ist Tiny Lafittes Hut unter diesem Felsen vergraben? Ich weiß, dass dieser Papa... Ich hasse es. Ich hasse es. Da waren 5000 Steine. Lass mich raten, Osten, Osten, Osten. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Osten, Osten, Osten! So, Piepmatz, ich bitte dich. Ist Tiny Lafittes Hut? Tiny... Osten, Osten, Osten. Ich bin ja nur froh, dass die Vögel nicht als Person zählen. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut nicht auf uns schießt? Wäre unangenehm, wenn der permanent auf uns schießen würde. Jetzt noch ein Jump and Run. Ah!
Haben wir es dann bald, bitte? Ist Tiny Lafittes Hut unter diesem... Tiny... Osten, 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 klar. Ich hasse euch.